klar, wenn ihr Scheiße baut mit eurem Film, Film kommt weg, wir drehen den Film neu. Wenn wir Scheiße bauen in einer Runde und steigen nicht auf, dann heißt es wieder 365 Tage harte Arbeit. Natürlich ist es immer am schlimmsten, jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr nach dem Trierspiel, wenn man dann halt weiß, es geht einfach wieder alles von vorne los. Wenn es dem Verein gut geht, dann geht es mir auch gut. In dem Verein ging es die letzten Jahre nicht gut, deswegen habe ich gelitten. Nicht aufgestiegen, wieder nicht aufgestiegen. Das ist ja schon Wahnsinn, ja. Meint man, man kann es verstehen, man kann es aber erst verstehen, wenn man mit den Leuten spricht. Das geht ja nicht nur uns Spielern so. Da hängt ja ein ganzer Verein, ein ganzer Laden, sage ich mal, dran, ein ganzer Konzern. Mit Fans, mit allem drumherum. Da gibt es ja Leute, die geben ihr letztes Hemd. Also ich habe da, da gibt es Jungs, die haben so viel Geld, dass sie sich gerade mal die Karte hier zwei Bier leisten können. Wenn sie 3, 4 Bier trinken, können sie nächste Woche nichts mehr trinken. Ja, oder können sie zum Auswärtsspiel nicht mit. Und dann spielst du 5 Jahre in so einem Stadion wie hier mit solchen Fans, spielst du 5 Jahre in der Oberliga. Dass das für die Fans nicht einfach ist, kann ich durchaus nachvollziehen. Und ganz klar, ich verstehe auch jeden, der sauer war oder verärgert war oder nicht mehr gekommen ist. Ich habe mir irgendwie gedacht, so den Schmerz brauche ich mir nicht mehr jedes Wochenende antun. Das muss nicht sein. Aber mit der Einschätzung lag ich halt falsch. Ich brauche den Schmerz, ja. Letztes Jahr haben wir schon auf die Schnauze gekriegt. Also wirklich. Jetzt bin ich auch 3,5 Jahre hier. Habe ich eigentlich gedacht, ich bin in der Liga ein halbes Jahr. Und dann sind wir wieder oben. Dann kam Corona. Das hat uns da erstmal die 1,5 Jahre geklaut. Und dann kam ja die letzte Saison. Du warst die ganze Runde, warst du eigentlich immer Zweiter. Wir waren gefühlt, es war einfach so, immer Zweiter. Die ganze Runde sind wir hinterhergelaufen. Und am letzten Spieltag sind wir vorbeigezogen und wurden als Meister gekrönt. Und 2 Minuten später ist auf einmal alles weg. Und dann kommt einer 3 Minuten später und sagt so, hey, übrigens, du musst am Mittwoch nochmal antanzen, du spielst gegen Stadt Allendorf. Das war schon so ein Schlag in meiner Karriere, wo ich sage, boah, sowas habe ich noch nie erlebt. Man wusste, okay, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Und man sieht ständig die gleichen Sportplätze. Das war damals schon brutal und auch mein schlimmster Moment als Fußballer. Aus dem Schmerz, das kann einen hemmen, das kann einen aber auch zur Höchstleistung zwingen. Also wenn man weiß, okay, das will ich nie wieder erleben. Wir haben gesagt, hey, nimm das immer mit, ja, denk an den Schmerz. Und ich habe das Gefühl, dass so das Umfeld so momentan richtig spürt, dass wir halt eine mega Einheit auf dem Platz sind, die einfach stolz sind, das Trikot zu tragen, das Blau-Weiße. Die Kickers haben wieder die alten Blauen wieder aus den Sofas, von den Sofas geholt und wieder ins Gratisstadion. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele wir in Folge dann gewonnen haben. Wir haben dann auf kein Spiel irgendwie nachgelassen. Eigentlich immer, wenn wir gepatzt haben, haben wir danach die richtige Reaktion gezeigt und den Vorsprung eigentlich direkt wieder ausgebaut. Und ich glaube auch, dass das so einen Konkurrenten zermürben kann. Wenn du in einer Runde in 32 oder 33 Spiele es schaffst, 100 Tore zu schießen, dann ist nicht der Gewinner, der das 100. Tor erzielt hat, sondern die Mannschaft. Es hat wieder Spaß gemacht. Und das soll schon viel heißen. Es ist schon sehr lange her, wo ich das Gefühl hatte. Und keiner kann jetzt sagen, ja, wir waren einen Tick besser oder sonst was. Wir waren einfach absolut die beste Mannschaft und sind deshalb jetzt Gott sei Dank aus dieser Liga raus. Ich habe so viel erlebt bei dem Verein hier, deswegen glaube ich es wirklich erst, wenn es soweit ist. Und das war in Reutlingen in der 21. Minute. Im Spiel hat man es dann gehört, wie sie halt so nach 20 Minuten dann gefeiert haben. Dann wussten wir, okay, wir sind Meister, ja. Ich stand neben Presi, als wir aufgestiegen sind. Und er war die ganze Zeit am Handy. Und ich habe irgendwie die schnellere App gehabt. Und Presi konnte es gar nicht glauben. Und dann habe ich gesagt, Presi,
Sie können das Handy weglegen, wir sind aufgestiegen. Hab dann immer wieder das Handy aktualisiert, in der Hoffnung, dass endlich der Schlusspfiff dran steht. Und dann kam der Schlusspfiff und dann bin ich einfach umgefallen. Ich habe angerufen, erstmal meine Eltern. Ich habe gesagt, Mama, wir sind oben. Und dann direkt zum Block sprinten und auf den Zaun drauf und Abfahrt. Deswegen spiele ich zum Beispiel auch Fußball. Deswegen verreise ich mich, weil ich solche Momente immer haben möchte mit meinen Jungs. Ich glaube, wenn man Menschen glücklich machen kann und das einen dann selbst auch glücklich macht, ich denke, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man ein glückliches Leben hat. Aber im Nachhinein habe ich jeden Dorfplatz, jeden Gästeblock, der irgendwie professorisch abgeriegelt war, jede lauwarme Bratwurst, jede unattraktive Spiel gegen unattraktive Gegner, die wir dann auch noch verloren haben, im Nachhinein ist das trotzdem was wert. Ja, es ist schon sehr hart gewesen dieses Jahr, muss man schon zugeben. Umso geil ist, dass wir es endlich geschafft haben, ja. Ich hoffe und wünsche mir auch wirklich, unabhängig von meiner Person, dass dieser Verein nie wieder in diese Liga muss. Das hoffe ich einfach, das wünsche ich jedem Fan, ich will das keinem mehr antun. Also ich habe die Schnauze voll von diesen Sportplätzen. Ich will wieder ins Stadion spielen. Die Kickers gehören in Stadien und nicht auf Sportplätze.